Ich finde, dass diese Ausstellung für Mitteldeutschland ein wirklicher Leuchtpunkt ist. Und wer sich für die Geschichte Deutschlands interessiert, wer sich für die Geschichte der Reformation und die Bedeutung der Reformation für unsere Entwicklung interessiert, wer sich dafür interessiert, wer die Ermöglicher waren, dass wir heute diese Sprache sprechen, dass wir heute uns nicht nur so gut verstehen, sondern dass wir auch das Selbstverständnis haben, zu einer Kulturgemeinschaft zu gehören, dass wir mehr oder weniger dieselben Werte teilen und gut finden oder auch ablehnen. Das ist alles Ergebnis dieser Entwicklung. Und wen diese Entwicklung interessiert, auch wer, sagen wir mal, streitig heute behauptet, Leitkultur oder ähnliches, der sollte erstmal hierher kommen und sich mal wirklich informieren, was die tatsächlichen Wurzeln unserer Kultur und unserer Identität sind. Was ist unsere deutsche Identität? Ein Teil unserer deutschen Identität ist natürlich unsere Sprache. Und diese Sprache, so wie wir sie heute sprechen, so wie wir sie heute schreiben, ist ohne Luther und ohne die Reformation so kaum vorstellbar. Das sind sozusagen die makrokulturellen Themen, die mich fasziniert haben. An dieser Ausstellung selbst gibt es wiederum zwei Elemente, die mich begeistern. Das eine ist, dass es für mein Dafürhalten ein kustodisches Konzept ist oder ein kuratorisches Konzept ist, was zukunftsfähig ist, weil es wirklich das verkörpert, was ich unter modernem Ausstellungswesen verstehe. Eine moderne Ausstellung nach meinem Empfinden muss vermitteln, einmal natürlich Bildung, indem die Ausstellung eine Geschichte erzählt, einen roten Faden hat. Das zweite ist, dass ich eben nicht nur Bilder an der Wand, Exponate in Vitrinen habe, sondern nach Möglichkeit über Projektionen dreidimensionale quasi Einblicke, die mich immer wieder zu diesem roten Faden zurückführen, wenn ich sozusagen ermüdet von dem einen oder anderen Raum voller Exponate in Versuchung gerate, sozusagen die nächsten Räume schneller zu durchreihen. Und das Dritte ist die Möglichkeit zur Interaktion. Das heißt, eine gute Ausstellung muss heute ein ganz wesentliches Element beinhalten, nämlich den Erlebnisfaktor. Wir sehen hier nebendran beispielsweise ein kleines spielerisches Element für Kinder, mit dem sich das Thema der Ausstellung vielfältig erschließen können. Das ist eigentlich ein Element für Kinder, würde ich mal sagen, bis zu 6, 7 Jahren. Wir sehen in den anderen Räumlichkeiten dieser Ausstellung Möglichkeiten über die EDV in den Dialog einzutreten mit den Exponaten. Ich finde das ganz wichtig, weil nur durch die Dialogfähigkeit einer Ausstellung, diese Ausstellung sich in Erinnerung festsetzt. In dieser Ausstellung, auch das muss ich bewundernd sagen, ist mit erstaunlich geringen Mitteln zu einem erstaunlich hohen Niveau gebracht worden. Da steckt viel Herzblut der Kuratorinnen in dem Falle drin. Und dieses Herzblut wird sichtbar und das ist gut so.